Meine Philosophie sagt auch, in 20 Minuten lernen Sie bei mir Tennis spielen. Na, sensationell, da bin ich mal gespannt. 20 Jahre lang haben Sie von 1990 bis 2010 hier in Dresden-Blasewitz den Tennisclub geführt. Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, Mensch, die Stadt vergibt die Ehrenmünze und ich werde einer der ersten Preisträger sein? Ich konnte mir gar nicht darunter vorstellen, was das ist. Aber das ist jetzt im Prinzip etwas Neues und ich finde das gut, dass man jetzt das Ehrenamt entsprechend würdigt. Denn Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft im Prinzip. Und das wird auch das Ehrenamt motivieren. Es werden vielleicht viele noch folgen, nicht nur im Sport. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, dass man diese Münze als Auszeichnung dann entsprechend einsetzt und die Leute entsprechend Anerkennung erfahren. Wenn Sie die vielen, vielen Jahre so Revue passieren lassen, was war für Sie vielleicht das wichtigste Projekt? 1991 haben wir die erste gesamtdeutsche Meisterschaft gehabt. Und weil wir es so gut gemacht haben, musste ich sie 92 gleich nochmal machen. Da ging es schon richtig um Tennis vom Feinsten. Wie haben Sie das geschafft? Familie, Beruf und eben das Ehrenamt unter einen Hut zu kriegen. Man muss eine intakte Ehe haben, man muss eine sehr verständliche Ehefrau haben. 53 Jahre verheiratet, ist eine lange Zeit, scheint alles gut gegangen zu sein. Und man braucht ein gutes Timing, eine sehr, sehr gute Zeiteinteilung. Und ich denke, das habe ich auch die ganzen Jahre gehabt.